Es läuft, wie es läuft, und es läuft wie geschmiert, mit allen Wassern gewaschen. Dass man beim Laufen bloß nichts verliert, steckt man sich besser nicht in die Taschen. Die Wegweiser weisen weise voraus, die Wege sind gerade und eben. Irgendwann geht es los, irgendwann ist es aus, was dazwischen passiert, nennt man Leben. Aber dann gibt es diese Momente, in denen die Tür plötzlich weit offen steht und man zögert, obwohl man doch eintreten könnte. Im nächsten Moment ist es schon wieder zu spät. Da ist es zu spät. Der Autopilot ist auf Kurs eingestellt, da kommt einem nichts in die Quere. Wenn man kein Risiko eingeht, dann fällt man auch nicht ins bodenlos Leere. So läuft alles nach Plan und es geht sein Gang, fernab der wechselnden Moden. Das Netz ist gespannt und es fängt seinen Fang, verlässlich im doppelten Boden. Aber dann gibt es diese Momente, in denen die Tür plötzlich weit offen steht und man zögert, obwohl man doch aufbrechen könnte. Im nächsten Moment ist es schon wieder zu spät. Da ist es zu spät. Ticken die Uhren und noch immer drehen sich die Zeiger geduldig im Kreise. Noch lässt man den Tremper am Straßenrand stehen, wünscht immerhin gute Reise. Noch hält man es aus, noch hält man es fest, als würde es nichts anderes geben. Solange man sich nicht aus der Bahn werfen lässt, muss sich der Puls auch nicht heben. Aber dann gibt es diese Momente, in denen die Tür plötzlich weit offen steht und man zögert, obwohl man doch könnte. Im nächsten Moment ist es zu spät. Aber dann gibt es diese Momente, in denen die Tür plötzlich weit offen steht und man zögert, obwohl man doch ausbrechen könnte. Im nächsten Moment ist es schon wieder zu spät? Da ist es schon wieder zu spät. Da ist es zu spät. Der erste Kampf.
Wünschen noch geholfen hat, wurden wir ein bisschen faul. Ohne Mühe wirst du müd und matt, gebrannte Tauben im Maul. Als das Wünschen noch geholfen hat, schien der Prinzessin alles klar. Aber dann waren alle Frösche platt und die Prinzen liegen brav. Und ich dachte, das reicht nun aus, der Beste kommt von ganz allein. Damit verliken und verlinken.
Ich muss nicht jeden Furz per WhatsApp allen präsentieren. Das Zwitschern überlasse ich gern den Finken. Und willst du wissen, wo ich mein Profil gepostet habe? Dort drehe ich mich seitlich und sage, schau nur her. So ein natürliches Profil scheint halt selten da. Und ohne Facebook manchen wohl zu leer. Ich knips noch selbst die Lichter aus und drehe die Heizung zu. Und meinen Kühlschrank muss ich selber füllen. Mit meiner Waschmaschine bin ich auch noch nicht per Du. Mein Haushalt hat noch keinen eigenen Willen. Und fragst du mich, wie's mir mit dem rasanten Fortschritt geht? Ich danke dir und sag, es geht so. Es geht so. Noch bin ich amüsiert und überhaupt nicht up to date. Aber dafür bin ich euer Heuer-Retro. Dafür bin ich euer Heuer-Retro. Und ich glaube, thank you.
mich trotzdem ich. Ich würde mich nicht verbiegen, schon gar nicht für dich. Und tritt mir nicht ständig auf den Füßen herum. Aber wenn ich dich brauche, dann sei da und dreh ich nicht um. So eine Freundschaft, die findest du nur im echten Leben. Lieb kannst du nicht liken in der Facebook-Welt. Die findet noch statt zwischen Nehmen und Geben. Was unterm Strich bleibt, das ist es, was zählt. Und was unterm Strich bleibt, das ist es, was zählt. Vielen Dank, Christine. Dankeschön.